weil wir können das nicht einreißen lassen, dass wir hier in der Nestebelt eine Zweiklassengesellschaft bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dagegen werden wir uns wehren. Corona hat alle getroffen, aber Kolleginnen und Kollegen, die an einem Band arbeiten, taktgebunden arbeiten, bei Hitze, bei Kälte, Lautstärke und dann noch mit der erhöhten Schutzbekleidung, ständigen Tests und immer der Angst, dass man sich Corona infizieren kann, die darf ich nicht mit 1,7% abspeisen. Vor allem nicht, wenn Unternehmen Gewinn machen und leitende Angestellte und ATLA schon 2,5% im Sack haben. Das geht nicht. Wir müssen heute zeigen, dass wir uns vom Arbeitgeber nicht verarschen lassen. Wenn wir den Mantel-Tarifvertrag neu verhandeln, da werden wir wieder Seite an Seite stehen. Wir für euch, ihr für uns, wir gemeinsam. Und dann rocken wir die Bude richtig. Die Kolleginnen und Kollegen von Nestle Wagner haben in den letzten Monaten so viel geleistet. Sie haben unter erschwerten Bedingungen für die Bevölkerung Essen hergestellt, das sehr viel nachgefragt wurde. Der Konzern und auch der Betrieb haben fette Gewinne gemacht. Und dann ist es nur gerecht, dass die Kolleginnen und Kollegen an diesen Gewinnen auch beteiligt werden. Ich bin nicht dafür, dass wir mit 1,7% abgesteigert werden. Allein die Inflationsrate in Deutschland sehen ist schon weit über 2%. Das heißt, egal was wir ausgeben, wir haben momentan ein Minus. Und das darf so nicht bleiben. Wir müssen hier stehen, um zu zeigen, dass wir zusammenhalten, dass man mit uns nicht den Klappes machen kann. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft. Es werden verschiedene Dinge gemacht, die einfach nicht in Ordnung sind. Wir müssen für jeden Cent müssen wir kämpfen, wir müssen auf die Straße gehen. Argumente zählen nicht und das sind einfach Dinge, die können wir so nicht akzeptieren. Es gibt auch hier in der Firma noch viele andere Probleme, außer jetzt diesen Lohnverhandlungen. Man sieht es an der Teilnahme, dass die Leute sehr unzufrieden sind. Es wird an allen Ecken gespart, vor allen Dingen am Personal. Und dafür ist eine Gewerkschaft sehr, sehr wichtig. Je mehr hier sind, umso mehr kriegt der Arbeitgeber mit, dass es so nicht weiterlaufen kann. Die NGG hat hier in dem Werk gute Arbeit geleistet. Man hat mal noch mal was auf der Straße erlebt, dass für den Landkreis auch wichtig ist, dass man sieht, hier sind Tarifbeschäftigte, hier wird was für Tarif gemacht. Solidarität heißt aber auch nicht nur zusammenhalten heute hier am Flatterband, sondern auch zusammenschließen in der NGG, zusammen mit den Gewerkschaften kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Der heutige Streiktag hat uns gezeigt, dass es für die Menschen in den Betrieben wichtig ist, eine starke Gewerkschaft an der Seite zu haben. Die NGG ist eine unserer kleinsten Gewerkschaften im DGB, aber die kann Großes leisten. Und für uns ist Solidarität wichtig, deswegen sind wir heute hier. Wir haben über 450 Kolleginnen und Kollegen hier draußen gehabt, die ganz klar sagen, Gewerkschaftsmitglieder brauchen einen tarifvertraglichen Vorteil. Zu viele Menschen sagen immer noch, ich nehme die Vorteile, aber ich will dafür keinen Beitrag zahlen, ich gehe da nicht rein und das ist unsolidarisch. Trittbrettfahren hat hier bald ein Ende und dafür werden wir in diesem Jahr im Tarifjahr bei Wagner Pizza so richtig kämpfen und alles geben. Das ist der Beweis, wir können's. Ich wollte noch mal ein paar kurze Worte an euch richten. Wir sind ja jetzt noch mal etwas gewachsen durch die Spätschicht. Das ist wunderbar und ich danke euch dafür, dass ihr für die nächste halbe Stunde, Stunde noch mal die Arbeit niederlegt und ein Zeichen setzt für das Magerangebot, was der Arbeitgeber euch geboten hat. 1,7%. Das nennen sie Wertschätzung.